Es wird langsam zu einer kleinen Tradition, das Konzert des Anhaltischen Kammermusikvereins am 1. Advent. Und auch in diesem Jahr fand es wieder in der Marienkirche statt. Wieder einmal hatte man ein ansprechendes Programm zusammengestellt, passend zur Weihnachtszeit. Ronald Müller vom Kammermusikverein verriet uns, welche Besonderheiten in diesem Jahr den Zuschauern vorgestellt wurden. Ja, wir haben ja jedes Jahr am 1. Advent hier in der Marienkirche ein Konzert. Und da sind wir auch sehr glücklich darüber, weil das immer vom Publikum sehr gut angenommen wird. Wir haben meistens ein Kammerorchester, so ist es auch heute wieder, was Barockmusik spielt. Wir haben eine Pastorale von Johann David Heinichen, einem unbekannten Komponisten eigentlich. Dann zwei Konzerte, eines von Johann Friedrich Reichardt, ein Geigenkonzert, wo Christoph Schreiber der Solist ist. Und ein Trompetenkonzert von Albinoni mit Josef Hartosch als Solisten. Ja, und dann dürfte es natürlich nicht ein Adventskonzert sein, wenn nicht auch ein bisschen weihnachtliche Musik schon erklingt. Und da haben wir uns ein paar Weihnachtsliedsätze oder Adventsliedsätze herausgesucht, die wir spielen werden. Neben den musikalischen Stücken gab es auch zwei Geschichten zu hören, deren Fokus auf Geschehnissen lag, die zur Weihnachtszeit passieren können. Die vielen Besucher des Konzerts hörten andächtig zu und spendeten den Akteuren viel Applaus. Über die gute Resonanz der Zuschauer freut sich natürlich auch der Anhaltische Kammermusikverein. Ja, das freut uns natürlich sehr, dass es so gut angenommen wird. Das ist ein Zeichen, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden, auch mit unserem Repertoire, was wir so alljährlich bieten. Natürlich macht es die Arbeit nicht leichter. Man muss dann immer sehen, etwas Neues oder was ähnlich Schönes zu finden, was die Leute anspricht. Aber ich denke, das ist uns dieses Jahr wieder gelungen. Ronald Müller betonte, dass es ihm wichtig sei, in der Adventszeit auch einmal innezuhalten. In der besonderen Zeit sollte man der Musik bewusst zuhören und sich nicht nur berieseln lassen. Und diese Möglichkeit geben wir Ihnen nun mit einem Ausschnitt aus dem Adventskonzert.